Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mountain Blade Bannerlord. Meine Pause ist beendet. Bin mal kurz austreten. Habe mir nochmal frisches Wasser gegönnt. Ah. Sehr gut. Und mich ganz kurz ein wenig weiter in dem Spiel fortgebildet. Und, nee, gar nicht. Ich wollte hier in den Charakter... Modus vorbei, hier ist gerade sehr laut. Wir gehen mal raus vor die Tür. Da ist, glaube ich, ruhiger. Hoffe ich. Ich hoffe, da ist es ruhiger. Denn ich habe was gelernt zum Skill Tree oder dem Charaktermenü. Da muss man noch Spezialisierung ausgucken. Das habe ich unter anderem gelernt. Ich weiß, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Und, sowas wie Schwerter hacken und so nicht verkaufen, sondern von Stadt zu Stadt ziehen, in die Schmieden gehen, die dort zerlegen und dann Aufträge ausführen. Ob man die jetzt gut ausführt oder nicht, ist anfangs anscheinend relativ egal, denn man bekommt trotzdem gutes Geld dafür. Ich habe jetzt allerdings nichts in der Richtung gerade parat. Ich muss erst wieder mit irgendwem in Zweikampf gehen, damit ich da was Neues bekomme. Und immer wenn man hier jetzt so einen Meilenstein erreicht, Meilenstein, Meilenstein und so weiter, dann kann man hier jetzt nämlich besondere Skills auswählen. So, einhändig. Klopper. Persönlich Hauptmann. Schildstöße fügen jetzt 50% mehr Schaden zu und betäuben eure Gegner länger. Infanterietruppen erleiden in Schildwallformationen 4% weniger Nahkampfschaden. Oder abwehren. Die Handhabung eurer Einhandwaffe verbessert sich um 20%. Das brauche ich. Die Truppen in der von euch geführten Formation sind mit Einhandwaffen so effektiv, als wären sie einen Rang höher. Nehmen wir den. Ist das jetzt ausgewählt? Achso, jetzt muss ich sagen was. Okay. Abwehren. Sehr gut. Hier haben wir noch keinen. Hier aber auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Na, überall noch zu wenig Punkte drauf. Na, schade. Aber hier haben wir schon mal die erste Spezialisierung abwehren. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon einmal gut. Jetzt wäre es natürlich ganz cool, wenn ich irgendwie noch... Ach, jetzt habe ich die Waffe gezogen. Ich wollte hier gucken. Ich will mal schauen, ob da oben irgendwie, ob ich an jemand Adeligen rankomme. Wenn wir so Plünderer finden würden, die wir aufmischen könnten, wäre das jetzt ganz famos. Hallo? Darf ich da rein? Die Tür ist verschlossen. Bin ich wohl noch nicht so weit. Nun gut. Gibt's hier sonst? Der Gerber. Taverne waren wir. Verlies. Der Seidenhändler, dem können wir nicht helfen, haben wir festgestellt. Na, dann gehe ich mal raus. Dann gehe ich mal raus. Und man kann wohl in den Dörfern sehr gut Rohstoffe einkaufen und die dann in den Städten zu einem sehr guten Preis verkaufen. Man muss ein bisschen gucken, worauf sich die Dörfer spezialisiert haben. So, hier wäre Schmiede betreten. So, das bringt mir jetzt natürlich nichts. Ich behalte jetzt mal hier die 695 Denare, weil die sind ja ratzfatz weg, wie wir gelernt haben. So, hier hätten wir zum Beispiel ein spezialisiertes Dorf. Weiß nicht, was das ist. Salz? Wir reiten da mal hin. Und gucken mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Handel habe ich natürlich noch nicht wirklich gepimpt hier. Das heißt, ich werde da nicht groß was werden. Salz ist es tatsächlich. Und ich habe noch keine Ahnung, was ist ein guter Preis für Salz. Aber hier der Hinweis, in Poros für 63 verkäuflich. Das sind 10... Ja, 9 Gewinn pro. Wie viel könnte ich denn wohl mitnehmen? Na, so viel Kohle habe ich nicht. Aber er würde es mir geben.
Ich mache das mal so. Wieder Hakenpfeile. Ein. Ich habe einen Pfeil. Aber die sind so teuer, ich will den nicht hergeben. Wir machen das mal und dann reiten wir rüber nach Poros und verkaufen da. Rot oder Minus? Was ist es? So, auch nach Poros. Ja, ich weiß, ich kann nicht alle Löhne und so gerade. Gleich hoffentlich schon. Wenn ich das irgendwie ein paar Mal mache, müsste ich an Geld kommen. Trauben, da gucken wir auch gleich mal, ob die sich hier gut verkaufen lassen. Handel. Salz. 61, nicht 63. Ah, gut. Ist nicht das, was ich haben wollte, aber... Ja gut, da ist man ordentlich unterwegs. Wir gucken mal, wie das hier mit den Trauben aussieht. Trauben. In Poros für 57 verkäuflich. 25 Einkaufspreis. Jawoll. Sowas brauche ich. Her damit. Ups. Habe ich jetzt Butter mitgekauft? Oder nur die Trauben? Getreide? Nee, ich glaube nicht. Okay. Fertig. Gehen. Das ist eine Gewinnspanne. Wenn wir das jetzt auch bekommen. 54. Nicht ganz so viel, wie ich dachte. Oder erhofft habe. Aber... Jawohl. 942. Ha! Sauber. Ist das für... Oh, was ist das für ein Zeichen? Warum ist hier jetzt so ein Helm? Und war der da vorher schon? Ich gehe mal rein. Ich guck mal, was es bedeutet. Wer da auf mich wartet mit einer Quest. Ah, so wird das was mit dem Geld. Alles klar. Hoffentlich haben die gleich wieder Trauben. Hoffentlich haben die schon nachproduziert. Also der Preis bleibt wohl in den Dörfern auf jeden Fall gleich. In den Städten scheint er dann zu variieren. Das ist der Seidenhändler. Nemos der Schreiner. Die Schlitzerin. Hat aber auch keinen Auftrag für mich und die Arena. Ja, das hilft mir dann ja hier jetzt nicht so viel, ne? In die Richtung ist nichts. Gehen wir wieder raus. Müssen wir gucken, ob wir mit dem Handel hier so ein bisschen vorankommen. Ich frage mich, ob nur die nächste Stadt angezeigt wird. Oder ist das auch eine Stadt? Wenn ich... Ich war ja in der Stadt noch nicht. Ob ich dann auch eine andere angezeigt bekomme. Kauft etwas. Ah, da sind wieder Trauben. Sauber. 11 Stück zwar nur, aber... Nehmen wir. Solange ich so an Geld komme, machen wir das doch erstmal, das Spielchen. Oh, jetzt gibt es aber auch schon nicht mehr so viel Geld. Weil... ich hier anscheinend erstmal... die Nachfrage gedeckt habe. Ah, gut, okay. Wir sind wieder beim Wert wie vorher. Da hinten gibt es Weizen. Dann gucken wir uns das doch mal an hier. Mit dem Weizen. Kaufen. Getreide. Nahrung. Ja, Nahrung. Gut, das hilft mir nicht so wirklich viel weiter. Questzeichen haben wir nicht. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie, wenn wir handeln, die Stadt dazu bekommen oder so. Kennt man hier das Angebot zumindest schon einmal? Da war ich hier nicht schon mal. Getreide, Fisch, Trauben. Trauben mit 28.
Habt ihr Salz? Salz. 83. Wie war der Einkaufspreis? Gehen. Dann schauen wir doch nochmal hier rüber. Aktuell kann ich mir das ja einigermaßen leisten mit dem Hin- und Her-Gereise hier. In der Hoffnung, dass mir irgendwie Plünderer über den Weg laufen. Oh, da geht die Kohle wieder raus. 83 hatte ich als Preis gesehen. Oh, warte mal, hier ist ein Questzeichen dran. Kauft etwas. 35. Da, in Zeonika für 75, in Poros für 64. Da kriege ich, glaube ich, nicht alles mit. Nee. Wenn ich jetzt hart in die Miesen gehe, ich weiß nicht, wie weit lässt er sich das denn gefallen, in die Miesen zu gehen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob meine Leute dann abhauen. Wenn dem so ist, dann ist das halt so. Ihr habt zu wenig Gold. Okay. So weit lässt er mich nicht überziehen. So? Ja, gut, so überziehe ich nicht. So ist fein. Fertig. Gehen. Und ab nach Zionika. Ja, der Trupp hat kein Geld mehr. Plünderer. Die nehmen wir noch mit auf den Weg. Müsste ich schon attackieren? You best back off. There's dozens more of us hiding, just waiting for our signal. Oha. Ja, das kann natürlich stimmen. Ich hoffe nur, er hat geflunkert. Kann ich wieder mitmachen? Ja, ich darf wieder mitmachen! Attacke! Sauber! Einfach mal zwischendurch ein bisschen handeln. Männers, folgt mir! After me! Da hinten laufen sie. Nimm mal den Schild hoch. Hab zumindest mal getroffen. Hört auf, mich zu bewerfen. Au. Einer gehört mir. Was ist das? Yay! Jawohl, ein bisschen Ansehen, ein bisschen Moral. Sauber. Minimal was zu verkaufen, aber leider keine Dinge, die ich hier irgendwie zu Schmiedegut machen könnte. Schade. Ich habe einen Fertigkeitenpunkt in Führung erhalten. Da habe ich jetzt Stufe 15. Wunderbar. Und 120 on top. Jetzt reite ich aber nicht zurück. Jetzt geben wir erstmal ab. Aber zumindest ist die Truppe wieder einigermaßen glücklich und zufrieden. Handel, ich habe euch Salz gebracht. Und das hat aber auf einmal einen ganz schlechten Preis hier. Oh Mann, wird das jetzt Minusgeschäft? Naja, nee, alles klar. Immer noch ein Plusgeschäft. Eine Stufe aufgestiegen. Jawohl. Zwei Fertigkeitspunkte im Handel. Sehr schön. Bringt mir das irgendwas? Kann ich da so ein... Wo ist Handel? Jawohl. Jetzt kann ich mir nämlich was ausgucken hier. Gutachter. Der Verkaufspreismalus für Ausrüstung sinkt um 15%. Euer Gewinn wird angezeigt. Oder
Der Verkaufspreismalus für Handelswaren sinkt um 15%. Dann machen wir Handelswaren. Da werden wir zum Großhändler. Jawohl. Sehr, sehr schön. Und Führung, ja. Führung sind wir jetzt bei 15. Da brauchen wir noch ein bisschen. Na, jetzt wird doch langsam ein Schuh draus hier. Oh, und wir haben wieder einen Fokuspunkt, mit dem wir sagen können, was hier weiter gepusht werden soll. Und da würde ich tatsächlich auch mal auf Führung gehen. Zack. So, jetzt erweitert sich hier das Feld. Bis maximal hier kann ich jetzt skillen. Dann muss ich erst wieder so einen Fokuspunkt draufsetzen. Vorher geht es nicht weiter. So, Salz hatten wir. Frage ist, macht es Sinn, euch noch mehr Salz zu bringen oder habe ich den Preis damit jetzt schon zerstört? Salz 52. Hartholz 51. Gehen. Was ist denn hier noch so bei den Dörfern in der Nähe? Schafe, Schweine. Hier haben wir zweimal Salz. Hier haben wir Weizen. Was auch immer das ist, das könnten wir uns mal anschauen, ne? Stein? Mal kurz in der Stadt gucken. Handel. Ob das hier irgendwo gefragt ist, Wolle. Jetzt kommt schon die ganze Ausrüstung. Eisenerz. Nee, das sieht nicht so aus, als würde ich da was bekommen. Tavernenbezirk zur Festung. Spaziergang durch Stadtzentrum. Ich gucke erstmal, dass ich die 2000 für die Quest zusammenbekomme, würde ich sagen. Ne? Etabliert euren Clan. Da fehlen mir jetzt nur ein paar Denare und dann eine Person. Ach so, ja, und das Ansehen. Und einen Gefährten muss ich auch noch anheuern. Und dann gehe ich hier vielleicht doch mal in die Taverne. Wenn ich schon mal da bin, geh mal zum Tavernenbezirk. Elite-Pikinier. Ja, nee. Taverne besuchen. Gucken wir mal in die Taverne. So, ich habe noch Weihnachtssweets hier von meinen Tanten. Danke euch. Ist aber schon der letzte. Die anderen haben die alle schon aufgegessen. So, was gibt's denn hier? Lösegeldvermittler. Wen haben wir da? Gerotion der Stille. Mhm. Sag mir Stille. What is it, stranger? Who are you? Okay. Kataprakt im Osten. Kleines Gut, Geld für sein Pferd. Und Rüstung erwirtschaftete. Wurde großgezogen, um eines Tages seinen Platz in der imperialen Armee. Doch als dann die Kusait in der Region einfielen, fand er den Tod. Wir wurden unserer Ländereien beraubt. Alle Erträge wandern nun in die Truhen irgendeines Tarkans. Das Imperium hat heute leider nur noch wenig Lebensland zu vergeben. Selbst ausgebildete Krieger zu Pferd, die willens sind zu dienen, gehen leer aus und Pferde sind teuer. Stolzer Pfau schimpfen, aber ich wollte mich nicht als Fußknecht rekrutieren lassen. Daher verdinge ich mich hier in der Stadt als Söldner im Auftrag von Händlern. Und so bleibt mir nur die Hoffnung, dass ich eines Tages genug Land kaufen kann, um unserem Imperator zu dienen, wie es mein Vater einst tat. Wer auch immer dann auf dem Thron sitzen mag. Das ist alles. Also wer das Unehrenhafte, was das Unehrenhafte betrifft, dass ihr für Händler arbeitet. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Ein Ritter des Imperiums als Handlanger von Händlern? Welch Schande. Wenigstens entscheide ich selbst, wen ich diene, und ich hoffe, dass unsere ritterliche Ehre zumindest etwas auf die Händler abwerbt. Derzeit habe ich keine Arbeit. Wenn ihr also etwas für mich habt, können wir gerne darüber sprechen.
Ist das dann mein Vertrauter? Und was kostet der? Okay, ich habe die Kohle gerade. Ein paar der Bewohner haben sich um mich gekümmert, mir etwas zu essen gegeben und solche Sachen. Ich würde mich gerne bei ihnen erkenntlich zeigen, bevor ich gehe. Im Voraus. Was kriegt der denn noch alles? Ich probiere das aus. Ich habe ja keine Ahnung. Da. Ich hole meine Ausrüstung und stoße dann draußen zu euch. Sehr gut. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Mein Freund. Teures Ding, das mit den Gefährten. Wenn es denn einer ist. Surprise, surprise. Lade. Lade, ich will Mount & Blade 2 Bannerlord spielen. Ah, das ist ja unser Stiller. Moin. Hauptmann, ja. Also dann, was gibt es? Ihr könnt jetzt aufhören, mir zu folgen, danke. Was eure Position im Clan angeht. Ich würde euch gerne eine neue Aufgabe übertragen. Baumeister, Wundarzt, Quartiermeister, Speer. Wundarzt passt nicht so, oder? Also wär nice, wär gut, aber das kann er wahrscheinlich gar nicht so gut. Naja, wir probieren das aus. Wundarzt. Es wäre mir eine Ehre. Okay, cool. Ja, dann komm mit. Folgt er mir? Ja, sauber. Habe ich jetzt, einen Gefährten, jawohl. Okay, jetzt brauche ich nur noch den Clan-Rang auf 50 und Geld. Alles klar. Itikala Sauerwein. Hätte was. Und Buttermilch Faminesa. Okay, die Namen lassen zu wünschen übrig, aber mal gucken, was sie haben. Und ob die überhaupt mit uns reden. Hoffentlich nicht wieder so eine Bandenkriminalität hier. Wo lang? Da lang. Okay. Ja, ist schon verdächtig, ne? Bei der Brauerei. Das ist bestimmt wieder so eine Geschichte, wo wir den anderen Clan aufmischen sollen in 4 Tagen. Aber wir haben jetzt einen Wundarzt, also was soll uns passieren? Ja klar, allein wie die da schon so sitzt. Und das sind Banditen, eine Banditenanführer-Leibwache. Yes? Ich bin Vaminesa. Einigen bin ich auch als Buttermilch-Vaminesa bekannt. Das ist übrigens ein Zeichen des Respekts. Aha. Schön, euch zu sehen. Ja, ich habe gehört, dass ihr Hilfe braucht. Ja, wie ihr zweifellos wisst, ist es harte Arbeit und ich habe bereits viele gute Leute verloren. Bei der Suche nach Ersatz hatte ich bisher nicht allzu viel Glück. Ich brauche Männer, die unser Geschäft kennen und davon gibt es nicht sehr viele. Ich könnte Banditen und Plünderer gebrauchen, die verstehen, wie gewöhnlich ihr Handwerk, aber wenn ich sie gefangen nehme, nehmen sie bei der ersten Gelegenheit reißaus. Ich brauche Freiwillige. Aha. Was soll ich machen? Ich weiß, dass Krieger wie ihr manchmal Banditen für ihren Trupp rekrutieren. Einige dieser Männer wollen möglicherweise in meine Dienste treten. Das Stadtleben, wo immer Getränke und Frauen zur Hand sind, hat schon seine Vorzüge gegenüber dem Landleben, was? Für jeden, der in meine Dienste tritt, entlohne ich euch. Je erfahrener er ist, desto mehr bekommt ihr. Ihr könnt mir auch einen Anwerber schicken, einen vertrauenswürdigen Gefährten, der Führungsqualitäten besitzt und spitzbübisch genug ist, um das Vertrauen anderer Spitzbuben zu gewinnen. Ich werde eure Rekruten finden, wohlan, ich werde euch jemanden aus meinem Trupp schicken, der eure Anforderungen erfüllt. Ja, aber nicht meinen Gefährten, der gerade neu ist. Ich mach das erstmal nicht.
Also ich hab ja einen Plünderer im Trupp, aber ich habe Angst, dass ich, wenn ich hier raufklicke, den Gefährten hergebe, den ich gerade gefunden habe. Aber wenn ich nicht draufklicke, finde ich es auch nicht raus, ne? Vielleicht kann ich dann ja noch wählen. Wir testen das mal. Ah, ja. Nee, der Stille, nein. Nein, 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 nein. Keine verfügbaren Männer. Tut mir leid. Ich will eure Brauerei kaufen. 25.299. Nee, gerade. Ich muss los. Barminesa, es war mir eine Ehre. Gerotheon, nun komme er. Wir schauen, was die andere Dame, Itikala, zu bieten hat. Ich mache irgendwie die ganze Zeit mit meiner Cam hier nebenbei Screenshots. Versehentlich. Muss das Tastenkürzel dafür mal umlegen. Schauen wir mal, ob wir da noch was Interessantes bekommen vielleicht. Aber gut zu wissen, dass wir da Plünderer loswerden könnten. Allerdings müssen wir die ja vorher in den Dienst nehmen. Ist auch Banditenleibwache. Itikala Sauerwein. Yes? You need some. Einigen bin ich auch als Sauerwein bekannt. Das ist übrigens ein Zeichen des Respekts. Ja, hab noch nie von euch gehört. Du hast irgendwas zu tun. Könnt mir helfen? Wollt ihr euch ganz einfach etwas Gold verdienen? Ich brauche ein paar Werkzeuge für eine Angelegenheit. Nun, wie ihr wisst, sind wir keine Bauern oder Handwerker. Ich brauche 4x Einhandäxte. Achtet nicht auf die Qualität. Kauft einfach die Waffen. Bringt sie mir, dann gehören euch 2268 Denare. 4 Einhandäxte. Hier steht auch nicht, dass es zeitlich begrenzt ist. Oder vielleicht kann einer eurer treuen Gefährten 1576 Denar und etwa 3 Männer nehmen und mir Einhandäxte bringen. Euer Gefährte sollte aber volle Taschen haben, denn all das wird um die 1576 kosten. Ich bringe euch persönlich 4 davon. Wenn ihr die Stadt betretet, werden euch meine Männer entwaffnen. Viel Glück. Hä? Okay. Und wie kriege ich die Äxte dann zu ihr? Naja, okay. So, da hinten waren wir. Gut, dann gehen wir raus. Wir haben einen Wundarzt. Ich darf jetzt ruhig verwundet werden. Es ist halb so schlimm. Hoffe ich. Gilt er eigentlich als mein 20. Mann jetzt hier? Habe ich alles? 19. Nee. Wird nicht draufgerechnet. Okay. Dann muss ich jetzt weiter handeln. Lederschuh. Mech. 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 Wollte doch gucken, ob sich hier bei Salz und Trauben, wenn ich es denn finden würde. Nee, Salz, naja. Trauben, 25. Naja, die sitzen so an der Quelle, ne? Oh, einmal speichern ist ja wie LS hier. Was haben wir denn da? Braucht ihr das? Das sah mir nach Eisen aus oder so. Gibt's das Symbol hier? Nee. Wir gehen mal gucken, was das ist. Da kann ich nicht Nein sagen.
Wenn hier schon die Plünderer so vor der Tür rumlungern. Oh Gott, die kommen aber weit. You best back off. Ja, ihr habt bestimmt noch ein Dutzend weitere und so. Ich weiß. Angreifen! Außerdem... Können wir die verkaufen? Wenn ich denen so ein paar Rekruten bringe? Ja, die bleiben, wie sie sind. Follow me! Oh Gott, hat er mir ins Ohr geschrien. Au! Attacke! Oh, sind doch ein paar mehr. Hatten sich doch noch welche in den Wäldern versteckt. Ich sollte nicht zu weit vorreiten, sonst kriege ich wieder auf eine Mütze. Ich will mal so ein bisschen mehr flankieren. Ja, sie haben schon geworfen. Komm, wirf. Auf dem Pferd ist man doch recht langsam. Die schreien immer alle so. Aua. So, Gefangene. Sehr gut, Gefangene. Huh. Ich glaube, hier können wir auch gleich ein bisschen pimpen. Mache ich aber separat. Eine Spitzhacke für die Schmiede. Ist jetzt nicht viel, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Plünderer. Es hat sich gelohnt, da doch rumzudrehen. Jut, 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 jut. 53% Leben habe ich noch. Hoppala. Hier soll sich irgendwas getan haben. Wie? Muss ich hier nochmal neu wählen? Warum? Ich hatte doch schon gewählt. Muss ich jetzt auch beim Handel neu wählen? Nee. Okay. Oh, da hatte ich Abbrechen gedrückt. Das kann natürlich auch sein. Nochmal fertig, damit das safe ist. Trupp. Lass mal in den Trupp schauen. So, die könnten wir zu imperialen geübten Bogenschützen pimpen. Zwei Stück. Machen wir. Die imperialen Rekruten. Imperiale Infanterie oder auch Bogenschützen. Die Bogenschützen machen eigentlich einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Wo sind denn die anderen hier? Da, drei Stück haben wir, ne? Und dann würde ich hiervon nochmal zwei zu Bogenschützen machen und drei mache ich tatsächlich mal zur Infanterie, dass ich da oder auch nicht auch ein bisschen habe. Habe ich kein Geld mehr, oder? Oder was ist das Problem? Erforderlich. Au, 300 EP. Okay, dafür geht meine EP drauf. Das kostet nur... Die kann ich schon weiter pimpen. Imperialer, geübter Bogenschütze zu Armbrustschütze. Veteran. Wir machen mal Veteran draus. Zack. Kann man die schon pimpen? Nee, mit dir kann ich reden. Ja, das war's, ne? Ja, sonst wird hier nichts weiter angezeigt. Die Gefangenen bleiben Gefangene. Zwei Plünderer haben wir in unserer Obhut. Kann man mich bitte heilen? Gerotheon, nun eile er herbei. Ich wurde verwundet. Herrlich. Wenn ich von hier Trauben mitnehme. Hier sitzen wir eher an der Quelle, ne? Mach mal eben kurz den Move hier rüber. Zwei Karawanen niedergerannt. Trauben. In Poros für 57 verkäuflich. Dann nehmen wir die mit. Fertig. Gehen. Handel. Trauben.
43. Sommer. Da stand 57. Na gut, es ist immer noch... Oh, jetzt geht der Preis runter. Nicht so weit, nicht unter die 30 fallen. Sonst lohnt sich das doch nicht mehr. Ich probiere das mal. Ich habe jetzt zwar nur eine Sache, aber ich gehe mal in die Schmiede. Und jetzt kann ich irgendwie hier einschmelzen. Da, die Spitzhacke. Spitzhacke plus ein Kohle, was ich nicht habe, ergibt zwei Roheisen und ein Hartholz. Gut. Ich brauche Kohle. So, wenn ich das gemacht hätte und hier unten dann tolle Dinge habe, dann könnte ich hier auf die Bestellung gehen und Dinge herstellen. Und dafür müsste ich dann nicht einmal die gewünschte Qualität auch wirklich treffen. So, was ist denn hier jetzt noch in der Nähe bei den Dörfern? Wir wollten uns das hier mal angucken, ne? Da gibt's Fisch. Wie ist denn hier so der Preis bei Fisch? Habt ihr da Interesse? Fisch. 25. Klingt jetzt nicht, als wäre das ein sehr lohnendes Geschäft. Allerdings kommt man da ganz gut hin. Und dazwischen ist noch eine Stadt. Ja, dann erstmal darüber. Okay, Spaces Pause. Das hatte ich nämlich auch noch nicht so ganz drauf. Darfst ruhig schneller reiten. Die hätte ich gerne. Mein Fürst, ich möchte etwas mit euch besprechen. Was denn? Ich habe Angst. Die Männer sagen, dass unsere Nahrungsvorräte zur Neige gehen. Wir sollten besser auf unsere Vorräte achten. Oh, ja, alles klar. Nun gut, ich werde es bedenken, wenn ich solche Handlungen in Betracht ziehe. Ich habe hier das Kommando, ich kann entscheiden, wie wir am besten vorgehen. Vielleicht seid ihr doch nicht für diesen Trupp geeignet. Ja, du hast vollkommen recht. Wir leiden Hunger. Jetzt haltet an! Waldbanditen. Hoffentlich vereinen die sich jetzt nicht. Noch mehr Waldbanditen. Bandit, okay. Wenn ich Pech habe, haben die sich alle zusammengetan. Achso, jetzt geht die Enzyklopädie auf. Alles klar. Bandit, Freibeuter. Okay. Scheinen unangenehm werden zu können. Wir könnten auch versuchen zu fliehen. Wir sind nur noch 10. Das könnte schlecht ausgehen. Vielleicht sollte ich angreifen. Wenn es daneben geht, geht es daneben. Oh, mal gucken. Nur noch 10 Mann. Sind alle verhungert. Ist nicht cool. Von wo kommen die? Oh ne, kommen die jetzt hier durch das Dorf? Hoppla. Ich habe mich festgerannt. Follow me! Folgt mir. Wir bleiben hier auf der freien Fläche. Wir lassen sie zu uns kommen. Da oben kommen sie. Oh, you bastard! Pferdchen. Ah.
Oh oh. Wenn wir schon hier sind, ist das, glaube ich, schlecht. Das war nicht so gut. Da bin ich schön hängen geblieben. Und wir haben die Schlacht verloren. Ah, sowas Blödes. Das war nicht cool. Werden wir jetzt verschleppt? Früher war das jedenfalls so. Dann wurde man über die Karte mit verschleppt. Ja, das sieht jetzt auch ganz so aus. Irgendwann wurde man dann wieder freigelassen. Ach, es gab ein Turnier. Da ist auf jeden Fall deren Versteck, das merke ich mir. Ich werde da wieder herkommen, Freunde. Seit einem Tag in Gefangenschaft. Das ist ein Trupp. Ja. Die werden mich jetzt freikämpfen. Jetzt dreht doch um und greift die an. Da sind die Plünderer, die wir eigentlich verfolgt haben. Noch mehr Waldbanditen. Das sind immer so kleine Trupps. In meinen Trupp komme ich auch nicht. Ich habe jetzt bestimmt auch meinen Gefährten verloren. Achso, fortfahren. Tja. Hab einen Fertigkeitspunkt in Gaunerei erhalten. Sehr gut. Auf jeden Fall dürfte ich jetzt rasant schnell sein. Oh nee, da sind Plünderer auf der Brücke. Keine Lust, mich jetzt mit 5 Plünderern anzulegen. Mein eigentliches Ziel war ja hier. Ich guck mal, was hier abgeht. Ungünstig! Heute ist nicht euer Glückstag, mein Lieber. Nee, ich habe keine Lust eigentlich. Oh, und wie wir das können. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt einen prall gefüllten Geldbeutel. Was heißt das? Bandit. Will 273 Denar. Lehen, Gefangene, Gegenstände. Guck mal, ich biete euch das hier. Diplomatie. Habe ich nichts. Und ihr bekommt... So, jetzt sind sie gleich zufrieden. Ja, so dürften sie doch zufrieden sein. Sehr gut. Dankeschön. Dann würde ich jetzt gerne weiter... Truppen rekrutieren. Nochmal lasse ich mich nicht hops nehmen hier. So. Und die sind jetzt alle nicht mehr skilled. Und mein Gefährte ist weg. Mein Gefährte ist in Fort. Und ich bin ziemlich runter hier. Ist das ärgerlich? Ton. 11 kostet es hier in Poros für 35 verkäuflich. Kriege ich wahrscheinlich wieder nicht. Da kriege ich weniger. Aber wir nehmen den Ton mit nach Poros. 433 Tacken habe ich. Kapazität überschritten. Das muss jetzt leider sein. Ich brauche Geld. Machen wir 35. Gehen. Oh nein, jetzt bin ich natürlich langsam. Und werde schon wieder hops genommen. Nee, komm, wir versuchen's. Wir versuchen's. Auch wenn meine Leute total... Ach, ich kann nicht selber, weil ich... Ich hoffe mal, meine Truppen schaffen das. Ich tippe auf nein. Macht Papa stolz. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Nein, das wird nichts. Oh,
ist das ärgerlich. Hoffentlich habe ich den Ton noch. Na komm, dann gönnen wir uns jetzt eine Heats. Oh, nachdem ihr tagelang unter großen Schmerzen als Gefangener herumgezerrt wurdet. Flucht. Ich reite schneller, als ihr es euch vorstellen könnt. Was sagt mein Inventar? Die haben mir alles weggenommen. Der ganze Ton ist weg. So ein Mist. Euer Trupp leidet Hunger. Ich hab gar keinen Trupp, Mann. Hab keinen Trupp, ich hab keine Kohle. Wir machen jetzt Folgendes. Wir reiten hier hin. Oh, Mist. Das hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt. Wir waren echt gut aufgestellt. Warum ist es in Poros ausgegraut für 45 verkäuflich? Ich versuch's jetzt trotzdem. Vielleicht sollte ich alleine reisen beim Handeln. Tatsächlich, ach so. Ich bekomme 37. Ich habe weniger Geld als vorher, weil ich diese blöde Traube gegessen habe. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Dann kann ich ja nur eine Traube kaufen. Ist die nicht wieder? Nicht wieder aufessen. Oh Mann, 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 Mann. Oh, der Traubenpreis geht runter. Krieg ich sogar drei. Los, Renner. Und der Verkaufspreis geht hoch. Jawohl, wir sind wieder bei 120. Wie lange kann ich dieses Spiel spielen? Preis geht wieder hoch. Ja. Ich bin völlig überladen. Meine Gesundheit ist bedrohlich. 15%. 240 Tacken. Ich warte hier mal ein bisschen und hoffe, dass meine Gesundheit hochgeht. Jawohl. Soll reichen. Trauben. 31! Zu teuer. Das kann ich nicht machen. Was hatten wir hier hinten? Ich überlege echt, ob ich alleine reise. Gucken mal beim Salz. Ich bin jetzt natürlich extrem schnell. Das ist gut. Salz, 26. Für 45 kann ich es verkaufen. Das kriege ich nicht ganz. Nehme ich an. Ich gehe auf Risiko. Weil da waren ja eben Plünderer.
Hauptsache, die kommen mir jetzt nicht entgegen. Warum bin ich so langsam? Schneller. Ach so, ja, weil ich überladen bin. Natürlich. Lass dich jetzt nicht einfangen, mein Freund. Oh, jetzt ist auch noch dunkel und nachts und ich bin im Wald und... und Ulbos und Pharos beschützen mich hoffentlich. Ach Gott, so lange wie ich brauche, da ist der Preis ja im Keller, wenn ich ankomme. Handel. Salz, 41. 25 habe ich, glaube ich, bezahlt, ne, um den Dreh. 368, ich sollte mir vielleicht auch mal so ein Getreide mitnehmen, ne? Wobei, das kriege ich ja besser an so einem Getreidehof. So, gucken, wie hier der Preis mittlerweile ist. 21, das ist wieder okay, ne? Ja, einigermaßen, ist okay. Ein Glück ist die Strecke hier so kurz. Ja gut, so kann das Spiel halt auch laufen, ne? $550. Speichern. Genau, speichern, wichtig. Aber das bringt uns gut Fertigkeit im Handel hier. Gibt's denn hier noch... Ist hier noch irgendwie was Außergewöhnliches? Da ist eine Burg. Ist noch eine andere Stadt. Ich könnte mal zu der Stadt gucken, oder? Ich bin ja jetzt gerade relativ flott unterwegs. Hol ich mir da auch noch... Ich hole mir im Dorf so ein bisschen Getreide ab eben. Ich gehe mal davon aus, dass ich ja auch essen muss. Kauft etwas. Gib mir mal ein Getreide. Rekrutieren? Ich weiß nicht. Nö, hier gibt es auch nichts zu rekrutieren. Okay. Schauen wir mal im nächsten Dorf vorbei. Sechs. Dass wir mal wieder so ein bisschen Leute dabei haben. Jetzt mal da drüben zum Markt gucken. Dass wir so eine dritte Möglichkeit haben, zu sehen, wo wir gut verkaufen können. Ausschau halten nach Plünderern und so. Ich versuche jetzt erstmal auf gutes Geld zu kommen. 28. Kommt man hier auch? Nein, kommt man nicht. Und die haben es auch auf uns abgesehen. Rückzug! Hier würden wir nochmal 7 bekommen. Dann ist die Kohle aber wieder weg. Nimm mit. Sind wir 14? Immer noch zu groß der Trupp für uns. Kann ich in so einer Burg auch handeln? Warte mal, hier geht's. Ah, warte mal, hier ist dieses Dorf mit den Spezialitäten. Was ist das? Ach, das ist auch, das ist Ton. Alles klar. In Poros für 18 verkäuflich. Ja, das ist natürlich. Murks. Murks. Vielleicht geht der Preis hoch. Aber das sind ja nur 7. Ein bisschen zu heikel, dafür jetzt die Kohle herzugeben. Ich könnte nochmal 3 rekrutieren. Komme ich wieder auf 17. Ich rekrutiere mal einen von... Ah, hier, der einen, der geskillt ist. So, dass ich auf 15 komme.
Und dann gucken wir mal in die Burg weiter hier. Zehn Waldbanditen. Alleine. Rache, meine Freunde. Rache. Ihr gehört mir. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Ergebt euch oder sterbt, Räuber. Ich bin auch wieder fit. Nein, nicht fit, aber fast. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Da sind auch Skillpunkte für meine Truppen dann, ne? Follow me! Follow me! Waldbanditen sind natürlich ein bisschen mehr drauf als die einfachen Plünderer. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht wieder... Hoppala! In Bewegung bleiben. Blöde Idee, Waldbanditen anzugreifen. Überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja immer Bogenschützen sind. Endlich habe ich mal einen getroffen hier. Geht aber auch immer richtig mit, ne? Okay. Zumindest ein paar getroffen. Da dürfte ich schon mal einen Vorteil verschafft haben. Come on! Yes! Ich glaube, das war verlustreich, aber 2,6 Ansehen und 1,8 Moral. Jawohl, und einen Banditen und einen Freibeuter gefangen genommen. Sauber. Gut, Männer, gut. Und hier können wir pimpen. Auf imperialer Bogenschütze natürlich. 30, 45, 60. Ist alle. Geht. Und ich habe auch gar nicht so viel eingesteckt. Und ich habe... Oh, ich habe ein paar Pfeile bekommen. Auch zersplitterte Pfeile. Fisch. Oliven. Sehr gut. Fertig. Wup, wup. Endlich ein Erfolgserlebnis. Ein Erfolgserlebnis. Sauber. Aber anscheinend an der Burg kann ich hier jetzt nicht groß irgendwie handeln oder so. Geh mal ins Charaktermenü. Was ist denn hier? Was blinkt denn hier so Schönes? Wo möchtest du mir? Reitkunst. Reitkunst. Volles Tempo. Erhöht euren Schaden. Durch Sturmangriffe um 20%. Berittene Truppen in eurer Formation verursachen bei berittenen Angriffen 10%. Ich habe keine berittenen. Flinkes Ross. Erhöht eure Manövrierfähigkeit um 10%. Schaden. Handel haben wir. Okay. Das haben wir. Check. Trupp haben wir auch gemacht. Inventar. Es wurden Änderungen übernommen. Ja, mach erstmal fertig. Okay. Inventar. Ist hier irgendwas bei, was vielleicht besser ist als das, was ich habe? Das hatte ich schon mal. Oh, das ist eine schöne Panzerung. Guck mal. Körperpanzer 17. Ich wollte gerade sagen, da wird auch gar nicht mehr angezeigt auf einmal. Das ist schlechter und ja, alles klar. Armwickel, maßgeschneidert. Ja, aber die sind besser, die ich gerade habe. Ja, so langsam kommt da auch ein Look rein hier. Sehr gut, sehr gut. So, wir haben jetzt aber noch nichts eingekauft. Ich gucke nochmal beim Salz. Weil der Ton, das war ja nicht sonderlich vielversprechend gerade. Da sind nochmal 7 Plünderer. Dann sollte ich vielleicht Truppen mitnehmen. Weil ich habe ja gerade wieder Truppen eingebüßt, ne?
Kauft etwas. Salz. 32 in Poros für 43. Ja, die kriegen wir doch nie da. Und ich habe auch gar kein Essen für meine Truppen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Getreide einkaufen für meine Truppen. Wir gehen. Wenn ihr uns angreift, seid ihr selber schuld. Was seid ihr eigentlich? Seid ihr Plünderer? Plünderer. Auf die Plünderer, fertig, los. Ja? Attacke. Plünderer sind keine Waldbanditen. Plünderer sind ja eher Infanterie. Warum guckt ihr nach da? After me! Oh Gott, meine Ohren! Mach Platz. Ja, wo sind sie denn? Da kommen sie. Schild hoch! Oh, das klappt aber nicht so gut mit dem Durchreiten. Ja gut, man muss ein bisschen mehr Schwung nehmen. Ein Schaden. Ich will auch einen. Immerhin einen. Sehr gut, sehr gut. Oh, wir können, jawohl, darauf wollte ich nämlich hinaus. Wir können wieder pimpen. Erstmal die hier. Oh, mehr geht nicht. Hier kostet es nur Geld. So, mehr geht nicht. Alles klar. Das nehmen wir auch alles mit. Yippie-yay-yay! So, jetzt, wir gehen jetzt nur eben abliefern hier. Ah, das macht Spaß. Krass. Auf nach Poros. Da verkaufen wir jetzt den ganzen Kram. Das heißt, einmal gucken kann ich nochmal eben, ob ich irgendwas habe, was jetzt besser ist als meins. Aber das sieht mir alles nicht danach aus. Nö. Das ist mein Getreide. Ach da. So, Handel. Das. Nein, das nicht. Der Fisch. Lohnt sich das? Nee, ich glaube, den behalte ich für meine Truppen. Aber die Oliven, das ist nochmal gutes Geld. Die zersplitterten Pfeile könnt ihr auch haben. Die behalte ich. Dann habe ich 749. Puh, so langsam wird da wieder ein Schuh draus. Aber das machen wir in der nächsten Folge mit dem weiteren Hin und Her hier. Mit den Trauben. Aktuell sind ja Trauben so das, womit ich hier irgendwie noch einigermaßen Geld verdiene. Das Salz hält sich an Grenzen. Muss ich eigentlich auch selber speichern? Ich mach das mal, oder? Speicher mal. Gut, Leute. Für heute machen wir hier Schluss. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, aktuelles Urlaub. Das heißt, ich werde kurzes Päuschen machen. Und dann werde ich... Ich werde noch eine aufnehmen. Ich bin gerade voll drin. Ich kassiere zwar richtig hier und komme in der Quest auch gar nicht so voran, wie ich es sollte. Aber ich denke mal, eine machen wir gleich noch. Gut. Cool. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, auch gerne ein Abo.
Ich mache nicht nur Landwirtschaftssimulator. Ja, da sind ganz viele Landwirtschaftssimulator-Videos. Ist halt, ich bin irgendwann an dem Spiel hängen geblieben. Aber ich mache auch immer gerne sowas hier. Mountain Blade habe ich mir ja jetzt endlich mal gegönnt. Ansonsten sowas wie Seven Days würde ich auch gerne mal wieder demnächst machen. Immer so eine zeitliche Geschichte. Ich glaube, jetzt verbeiße ich mich hier gerade erstmal ein bisschen. Gut, okay. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.